Videowerbung erreicht schnell und effektiv ihr Ziel. Videos mit Inhalten und Geschichten, bei denen die Leute dabei bleiben und die sie interessieren. Sie erreichen über 100.000 regelmäßige User auf den Kanälen von Schmidt Video. Buchen Sie jetzt Ihre Werbeplätze zu attraktiven Konditionen. Hier sind unsere Kontaktdaten eingeblendet. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Nachdem nun also in Bayern Click & Collect erlaubt ist, freuen wir uns, dass wir Sie auch wieder an den Abholstationen in unseren Geschäften begrüßen dürfen. Selbstverständlich können Sie die Ware in den Geschäften abholen. Dabei werden alle Corona-Hygienevorschriften streng beachtet. Wir suchen dich ab sofort einen Meister, Techniker, Anlagemechaniker in Sanitär, Heizung und Klimatechnik und einen Heizungskundenmonteur für unser Team. Wir sind ein alteingesessenes Burghauser Familienunternehmen in zweiter Generation mit über 20 Mitarbeitern. Wir bieten dir einen krisensicheren Arbeitsplatz, übertarifliche Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Herzlich willkommen in Burghausen. Wir sind wieder am Wörsee und wir sprechen heute mit dem Cheftrainer und auch ersten Vorstand des Vereins Servus e.V., Stefan Hetzer. Wir interessieren uns dafür, wie wird man Eisschwimmer? Was muss man beachten, wenn man im Eisschwimmsport erfolgreich sein will? Wie wird man Leistungssportler und was sind die Beweggründe? Warum machen die Menschen das auch? Herr Hetzler, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben, dass wir nochmal über das Eisschwimmen sprechen. Ich habe gelesen, die schwimmenden Eisritter Burghausens. Wie kommt es denn zu dem Namen? Ja gut, wo wir vor 4, 5, 6 Jahren hier diese wunderschöne Location entdeckt haben, dass hier Eisschwimmen geht und dass hier eine Winterbadestelle war, haben wir eben gesagt, okay, wir probieren es halt auch. Und dann ging es darum, um den Namen zu finden. Es waren ja zwei Sachen, Beitritt den SV Wacker oder den TV hier in Burghausen oder einen eigenen Verein zu gründen. Gab es Verhandlungen. Letztlich war es so, dass wir einen Altstadtverein gegründet haben. Und da war es eben nahe, dass wir gesagt haben, okay, wir sind Bayern. Und Servus heißt eben schwimmende Eisritter in Würsee und Salzach. Und das war eben deswegen das mit W, Servus, und nicht mit V. Und das ist eben ein gutes Markenzeichen geworden. Und dass in dem Wörsee Eisschwimmen betrieben wird, das wissen ja die meisten. Aber in der Salzach, wie kommt es denn auch noch dazu, dass man im Fluss schwimmt bei solchen Temperaturen? Ja gut, wir haben natürlich mit das Salzach-Schwimmen, muss ich auch gleich sagen, ist nur für die Profis da. Da gibt es bestimmte Stellen da unten, wo halt also unser Weltmeister und unsere, die das leistungssportlich betreiben, ab und zu mal mit Strömung schwimmen und so weiter, wenn das Wasser kalt ist, kommt selten vor. Unsere Haupttrainingsstätte ist hier der Wörsee. Und wie entscheidet man sich denn als Sportler, wenn man sagt, gut, ich möchte wirklich Eisschwimmer werden, ich möchte das jetzt wirklich als Hobby ernsthaft betreiben? Wie wären denn so die Schritte, um sich ranzutasten an diese kalten Temperaturen? Weil da ist ja sicherlich nicht jeder, der möchte, auch wirklich geeignet für diese Sportart. Ja gut, wir Menschen sind insgesamt der Wundertüten. Ich bin ja auch Cheftrainer der Schwimmabteilung des SV Wacker Burghausen. Und ich kenne natürlich viele, viele Leute. Und es ist ja ganz erstaunlich, es gibt eben nur Damen und Herren, egal welchen Alters, die gehen nur ins Freibad. Es gibt Damen und Herren, die gehen nur ins Hallenbad. Es gibt eben Leute, die gehen nur an Würsee runter. Es gibt Leute, die trainieren nur bis 20 Grad. Und dann gibt es welche, die trainieren dann ab 10 Grad minus oder näher mit allem. Ist ja ganz wunderlich. Also, und dieses Eisschwimmen ist eben so im Laufe der Jahre entstanden. Nicht von uns erfunden, muss ich sagen. Das ist also schon seit vielen, vielen Jahrhundert das Eis schon bekannt in Russland und in skandinavischen Ländern mit Sauna in Verbindung. Der alte Vater Kneipp hat das ja auch gemacht aus Gesundheitsgründen hinher. Und wir haben halt einfach das auch genommen, unter diesen Grundaspekt kaltes Wasser zu nehmen und haben es eben letztlich als Sportart entwickelt und entdeckt in den letzten 5, 6 Jahren. Wie ist denn das dann bei Wettkämpfen aus der Region? Gibt es in unserer Region, ich sage jetzt mal die Region ganz groß genommen Südbayern, gibt es da noch viele andere Vereine? Es gibt doch eine Menge Vereine oder viele Einzelsportler, die wir versuchen zu binden. Klar sind wir als Servus Burghausen der größte, erfolgreichste Verein in der Welt geworden, von der Location und so weiter. Es gibt aber noch gute Einzelsportler. Es gibt in Prien einen wunderschönen Wettkampf, ja, der Eiskönig in Prien, sehr gut gemacht. Und viele von unseren Freunden, die natürlich mit uns zusammenarbeiten. Und wir sind natürlich in Bayern, auch wie im Freiwasserschwimmen, die Vorreiter gewesen. Ja, wir haben jetzt 1991 ja auch im Würsee das Freiwasserschwimmen nach Deutschland gebracht. Und jetzt haben wir halt vor 2015 das Eisschwimmen nach Burghausen nach Deutschland gebracht. Ich höre schon raus, Sie haben viele Wettkämpfe zum ersten Mal etabliert. Was ist denn dann jetzt für Sie so der traurigste Moment eigentlich? Weil unter Corona können ja auch diese
Schwimmwettkämpfe draußen außerhalb von irgendwelchen Anlagen nicht mehr stattfinden? Oder wie ist das genau? Na gut, ich bin erstens sehr froh und dankbar der Stadt Burghausen natürlich, dass sie uns das trotzdem ermöglicht haben, hier als einer der wenigen Trainingsstätten den Würsee offen zu lassen. Und hier unter dem entsprechenden Hygienekonzept, was wir eingegeben haben und hier einzuhalten ist, das durchsetzen können. Wir haben also momentan unwahrscheinlich viele Freunde. Wir haben schon 3.000 oder 4.000 Wassergänge. Also nicht Leute, die jeden Tag kommen und hinher. Das ist also ganz beliebt geworden. Wir als Verein haben da den Deckel drauf und uns ist die Verantwortung übertragen worden, das zu kontrollieren, zu helfen und zu machen, damit kein Schaden entsteht. Und das traurig ist natürlich, dass wir halt nicht unseren Wettkampf der Stadtmeisterschaft nicht stattfinden konnten und die Schirm oben nicht stattfinden konnten und so weiter. Aber das ist halt so hin und her. Wir bieten trotzdem eine Menge von Leuten Trainingsmöglichkeiten an, was hervorragend genutzt wird. Was wäre denn, wenn ich jetzt als normaler Durchschnittssportler, wenn ich sage im Sommer, ich möchte nicht nur im Sommer schwimmen, sondern auch vielleicht mich im Winter dieses Jahr mal an das Eisschwimmen heranwagen. Was wären denn dann die ersten Schritte, die ich, wenn ich mich an Ihren Verein wende und dann von jemandem begleiten lassen würde, unternehmen müsste, um mich mal an diese kalten Temperaturen anzugewöhnen? Ja gut, wir werden ja oft angesprochen im Sommer, wenn wir hier unten sind und trainieren, in unserer schönen Arena hin und her. Und die Leute kommen zu uns und fragen eben, wie das geht. Wir sagen von vornherein, Leute, wenn ihr das im Winter wollt, bitte kommt bei Zeiten. Das ist halt eine gefährliche Sportart und das ist nicht Halligalli und das ist halt todgefährlich, wenn ich da einen Fehler mache. Versucht, wenn ihr Interesse dafür habt, über den Sommer zu gehen, wirst du halt lange auf dabei, wenn das Wasser kälter wird, nicht bei 20 Grad, dann sag ich, ich gehe nicht mehr rein, sondern eben dann 15 bis 10 runter zu gehen und dann irgendwann mal euch bei uns zu melden und dann halt einfach gehen wir mal gemeinsam ins Wasser. Und viele tun das, ja, und nehmen dann unsere Ratschläge an, wie man sich halt verhält, um hier ohne Schaden das ins Eiswasser reinzugehen. Und es ist ja auch so ein bisschen Beratung mit Fingerspitzengefühl dabei, weil ich glaube, nicht jeder, der wirklich das unbedingt will, kann das dann auch. Welche körperlichen Voraussetzungen oder Herz-Kreislauf muss man denn mitbringen, dass man das Ganze auch unbeschadet, ohne dass man langfristig irgendwelche Probleme hat, durchstehen kann? Weil nicht jeder, der vielleicht unbedingt Eisschwimmen, Wettkämpfe teilnehmen will, kann das vielleicht auch. Ja? Na gut, prinzipiell haben wir zwei Seiten. Wir sind ein Eisschwimmverein dabei, die sowohl den breitensportlichen Breit absichern, die einfach ins Eiswasser gehen. Daraus entwickelt sich, oder wir haben es entwickelt, in letzter Zeit den Leistungssportbereich, wo wir der erfolgreichste Verein der Welt geworden sind mit der Weltmeisterschaft im Platz 2020 im vorigen Jahr. Das sagen wir aber immer den Leuten, wie sie aufbauen sollen und sagen dabei, das ist kein Spaß. Das ist nicht wie, muss ich halt leider sagen, oftmals so Halligalli, sondern das ist eine ernsthafte Betätigung. Das geht nicht um Leben und Tod, aber es kann eben auch zum Tod führen. Das heißt, ich muss gesund sein. Es ist gut, wenn ich halt einfach zum Arzt gehe. Weil wir es gerade mehrfach hatten mit Wettkämpfen. Die Stadt Burghausen hat ja große Wettkämpfe auch mitveranstaltet. Oder war der Veranstalter da immer nur der Verein als Einzelner? Oder waren das immer Kooperationen? Nein, immer Kooperationen. Nochmal ganz, ist ja auch Mitglied bei uns, Herr Steindl, Altbürgermeister und Gründungsmitglied und so weiter. Also ganz begeistert hinher mit allem. Also ohne die Stadt Burghausen hätte das ganze Projekt nicht stattfinden können. Julia, du hast uns jetzt gezeigt, wie man mutig und schnell einfach ohne Angst in dieses kalte Wasser reingeht. Wie ist es für dich immer zum Saisonauftakt, ja? Wenn das Training wieder beginnt nach dem Sommer, so im Herbst? Muss man sich da dann auch, obwohl du so eine erfahrene Schwimmerin bist, immer wieder neu motivieren oder wie machst du das? Also ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich den See um die Ecke habe. Und für mich ist, ich bin im Sommer drin, ich bin im Herbst drin und dann auch im Winter drin. Also ich gehe halt einfach rein und ich weiß, dass ich es drauf habe, dass ich es schaffe. Aber wenn es so Temperaturen hat, natürlich muss auch ich sagen, ja gut, jetzt muss ich meine Komfortzone verlassen und auch mal da reingehen und Augen zu und durch. Aber durch das, was ich schon so oft gemacht habe, bin ich da eigentlich relativ gelassen. Jetzt kommen keine Wettkämpfe in der kommenden Saison, ja? Oder zumindest keine sind absehbar. Wie ist es für dich zu trainieren, obwohl du weißt, man weiß nicht so genau, wann mal das nächste Mal ist, dass ich mich wirklich wieder messen kann? Wie motivierst du dich da weiter? Ja, gerade in dieser Corona-Situation ist es für mich ein Privileg und was Schönes, wenn ich einfach meinen Sport trotzdem ausüben kann. Ich meine, die Hallenbäder sind zu. Wir haben jetzt nur die Seen oder die Flüsse
Und ja, da sage ich, ist Eisschwimmen jetzt ja für mich eine gute Möglichkeit, trotzdem irgendwas zu machen und auch rauszukommen. Und das ist ganz wichtig. Ich meine, das ist jetzt eher der Leistungsgedanke, ist eher im Hintergrund. Einfach, dass man sagt, Mensch, man muss ja eigentlich die ganze Zeit zu Hause sein. Jetzt kann ich einfach an meinen See gehen und kann trotzdem schwimmen. Und das ist was Tolles. Und das weiß ich auch zu schätzen, dass das hier in Burghausen so gut möglich ist. Nachdem nun also in Bayern Click und Collect erlaubt ist, freuen wir uns, dass wir Sie auch wieder an den Abholstationen in unseren Geschäften begrüßen dürfen. Selbstverständlich können Sie die Ware in den Geschäften abholen. Dabei werden alle Corona-Hygienevorschriften streng beachtet. Wir suchen dich ab sofort einen Meister, Techniker, Anlagemechaniker in Sanitär, Heizung und Klimatechnik und einen Heizungskundenmonteur für unser Team. Wir sind ein alteingesessenes Burghauser Familienunternehmen in zweiter Generation mit über 20 Mitarbeitern. Wir bieten dir einen krisensicheren Arbeitsplatz, übertarifliche Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Videowerbung erreicht schnell und effektiv ihr Ziel. Videos mit Inhalten und Geschichten, bei denen die Leute dabei bleiben und die sie interessieren. Sie erreichen über 100.000 regelmäßige User auf den Kanälen von Schmidt Video. Buchen Sie jetzt Ihre Werbeplätze zu attraktiven Konditionen. Hier sind unsere Kontaktdaten eingeblendet. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.